Ja, zukünftige XR-basierte Systeme unterstützen den Werker der Zukunft über moderne Augmented Reality-Ansätze und zeigen die Fusion von KI-basierten Verfahren mit der Rendering-Pipeline. Dargestellt wird ein synthetisches Training von KI-Verfahren und irgendwie klingt das ganz schön kompliziert, finde ich, aber übersetzt heißt es konkret, das Lernen basierend auf CAD-Daten, ne? Schon besser. Mehr dazu jetzt von Dr. Mario Ähnelt vom Fraunhofer IGD aus dem Bereich Visual Assistance Technologies und ja, bitteschön. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen am Standort Rostock des Fraunhofer Institutes für grafische Datenverarbeitung. Und wie eben schon kurz anmoderiert, wird es jetzt über das Thema der nächsten Generation immersiver Trainingssysteme gehen. Und mein Schwerpunkt heute, die nächsten 15 Minuten zumindest, wird sich darum bewegen, wie kann ich noch individueller trainieren, wie kann ich Immersion nutzen, um eben als Trainingsergebnis, gerade auch für gefährliche Situationen, gefährliche Arbeitsaufgaben, präpariert für mein Arbeitsumfeld da zu sein. Und vielleicht kurz als kleine Motivation einige Bilder aus dem Trainingsalltag im Bereich der Offshore-Techniker, der Wartungstechniker auf Offshore-Anlagen, die sich eben auf See befinden. Und da gehört es eben nicht nur dazu, die Anlagen richtig warten zu können, die richtigen Aufgaben, zum Beispiel in der Montage dort durchzuführen, sondern im Training gehört es genauso auch dazu, schwierige Situationen zu trainieren, die im Notfall eintreten können, weil die Wartungstechniker zum Beispiel mit Hubschraubern auf die Plattform gebracht werden oder mit Booten, wo entsprechend auch Unglücke passieren können. Auch dafür müssen sie vorbereitet sein oder eben auch trainiert sein auf das Arbeiten in großer Höhe unter sehr, sehr schwierigen Arbeitsbedingungen. Das vielleicht als kleiner Einstieg, um zu motivieren, wie können wir eigentlich diese Generation oder die nächste Generation der Wartungstechniker noch besser auf ihren Job vorbereiten. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Use Cases dahinter angeschaut und möchte mit Ihnen da ein Stück weit durchgehen. Was heißt das eigentlich? Diese Sicherheitsausbildung der Techniker der On- und Offshore-Windenergieanlagen besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Und einige habe ich hier mitgebracht. Das eine ist zum Beispiel das Thema des Wasserrettungstrainings. Das heißt, wenn eben die Wartungstechniker mit Booten unterwegs sind, dann kann es durchaus vorkommen, stürmische, raue See, das Wasserfahrzeug kentert. Auch hier müssen sich die Wartungstechniker, die Techniker der Windenergieanlagen richtig verhalten, um eben nicht in Gefahr zu laden. Oder eben beim Weg mit dem Helikopter zur entsprechenden Offshore-Anlage. Auch hier sind Dinge wie die Notwasserung zu trainieren, Selbstrettungsfähigkeiten, Teamrettungsfähigkeiten. Und das Ganze steht natürlich auch neben dem reinen Technologietraining. Also das Warten und Instandhalten der Windenergieanlage, die unter teilweise sehr, sehr rauen Bedingungen stattfinden, in der Höhe. Ich habe vielleicht eine Sichtbehinderung, sehr raue Wettereinflüsse. Oder es entsteht ein Feuer an Bord der On- und Offshore-Anlage, was ich möglichst schnell bekämpfen muss auf sehr, sehr engem Raum. Also das sind eine Auswahl an Szenarien, die dort trainiert werden müssen, die heute in entsprechenden Trainingszentren durchgeführt werden. Dafür geschultes Personal, aber auch sehr umfangreiches Trainingsmaterial erfordern. Und wenn wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, was wird da eigentlich trainiert? Da wird trainiert, wie mit Atemnotsituationen umgegangen wird, unter Wasser oder wenn um mich herum ein Feuer ausgebrochen ist, wie ich mit Panik umgehe, dass ich erst gar nicht in Panik verfalle. Verletzungsrisiken, Orientierungsprobleme, das Kopfüberarbeiten sind genauso Themen, die hier reingehören. Und dann habe ich natürlich die bereits angesprochenen rauen Wettereinflüsse, das Arbeiten in großer Höhe, große Hitze oder auch die Sichtbehinderung. Wie helfen uns da eigentlich die immersiven Trainingslösungen der nächsten Generation weiter? Und was ich Ihnen in den nächsten Minuten noch weiter vorstellen möchte, ist der Vorschlag, hier mehr in Richtung einer Belastungssteuerung zu gehen, um gezielt zu schauen, wie kann ich den Trainierenden einmal in seinem Trainingsniveau abholen, schauen, dass ich ihn gezielt an bestimmte Belastungsniveaus, an Paniksituationen heranführe, ohne ihn zu überfordern. Und dafür muss ich natürlich lernen und verstehen, wie reagiert er auf die Immersion, wie reagiert er auf das Szenario, was er in einem virtuellen Training zum Beispiel ausführt. Und wir haben einen kleinen Lösungsansatz hier entwickelt, an dem wir aktuell arbeiten, in dem eben kontinuierlich eine Belastungsmessung durchgeführt wird. Und mit dieser Belastungsmessung gewinnen wir viele Informationen über den aktuellen Zustand des Trainierenden. Das steuern wir dann ein oder wollen wir einsteuern in die Next Generation Visualisierung für das Training.
Und gleichzeitig nutzen wir Immersionseffekte, Biofeedback-Elemente, um den Trainierenden noch realer die Situation fühlen zu lassen und damit später den Transfer in die Praxis zu erleichtern. Und wie sich das Ganze messen lässt, darauf möchte ich im nächsten weiter eingehen. Wir haben natürlich beobachtende Methoden oder messende Methoden. Schaue ich mir die klassischen beobachtenden Methoden an, dann habe ich in der Regel immer einen Experten, der sich den Trainingsalltag anschaut und Richtung Körperhaltung, Aktionskräfte, Belastung der Extremitäten, Wiederholraten, Gelenkstellung oder Erholungszeiten schaut. Das wollen wir natürlich alles automatisieren. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass eine künstliche Intelligenz dahinter diese Arbeit übernimmt. Das heißt, wir müssen in Richtung einer kontinuierlichen Messung gehen. Und dafür bedarf es spezieller Sensorik, um zum Beispiel diese Haltungs- und Bewegungsanalyse durchzuführen, um Muskelaktivitäten zu analysieren oder eine Herzschlagfrequenz zu messen. Genauso interessant kann auch die physische Belastung, also Atemvolumen, Energieumsatz sein. Auch das muss messbar gemacht werden oder Hautleitfähigkeitswerte erfassen, um eben hier Stress messbar zu machen. Womit ist das möglich? Da gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Sensoriken und eine kleine Anzahl möchte ich ganz kurz vorstellen. Da beginnen wir zum Beispiel mit der Inertialsensorik. Das heißt, das sind kleine Bausteine, die in die Arbeitskleidung, die Trainingskleidung oder am Körper getragen werden und die Bewegung, die Beschleunigung an diesen Körperpositionen messen. Gleichzeitig können wir über diese Messung nicht nur die Bewegung rekonstruieren, sondern auch Kräfte und Beschleunigung, die auf den Körper wirken. Und zusammen mit einem 3D-Modell eines Körpers kann ich hiermit besser die Belastungssituation abschätzen. Es gibt auch Methoden der Elektromyographie, das EMG, mit denen ich die elektrische Aktivität eines Muskels bzw. einer Muskelgruppe genauer messen kann. Hier werden Elektroden auf der Körperoberfläche angebracht und diese ermöglichen dann in bestimmten Bereichen die Muskelzonen, die Muskelgruppen messbar und ihre Aktivität messbar zu machen. Der Erregungszustand der Muskulatur und dann auch gleichzeitig die An- und Entspannungsfähigkeit der Muskeln bieten auch hier Aufschluss über den physischen Belastungsdruck an Muskeln. Sehr interessant und zunehmend an Bedeutung gewinnen ist natürlich auch das Thema der Elektrokardiographie. Hier messen wir den Arbeits- bzw. die Herzschlagfrequenz des Trainierenden. Auch hier werden natürlich Elektroden auf der Körperoberfläche verbracht und wir haben über verschiedene Kanäle dann Informationen über den Pulsschlag, über die elektrische Aktivität des Herzmuskels und können hier auch relativ gut beurteilen, ab wann eine belastende Situation beginnt und wir vorsichtig sein müssen mit einer Next-Generation-Trainingssituation, die den Trainierenden hier weiter herausfordert. Es gibt weitere sehr, sehr spannende Verfahren, die sich manche mehr, manche weniger dafür eignen, in einer Trainingsumgebung und in einer entsprechenden Trainingskleidung getragen zu werden. Sonometrie ist ein weiteres Verfahren. Hier kann ich Haltungs- und Bewegungsänderungen zum Beispiel durch Ultraschallsensoren messen. Auch hier werden Elektroden auf der Körperoberfläche angebracht und die Gewebeveränderung bzw. die Muskulaturveränderung, also auch hier die physische Belastung wird dadurch messbar. Gleichzeitig kann ich auch Motion-Capturing-Ansätze nutzen, also Kamerasysteme, Multikamerasysteme, die entweder über Marker oder markerloses Tracking den Körper und seine Bewegung verfolgen und dann mit Hilfe eines 3D-Biomechanikmodells des Menschen auch nachvollziehen können, welche Belastung, welche Stresssituation er gerade ausgesetzt ist. Alles in allem führt uns das aber nicht daran vorbei, dass wir uns eigentlich um eine multisensorische Messung hier bemühen müssen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich die Vitaldaten des Trainierenden zu erfassen. Ich hatte ja schon eine ganze Reihe gerade erwähnt. EEG, Herzraten, Herzratenvariabilität, Hautleitwert, Aktivität allgemein oder Atmung. Gleichzeitig können wir aber auch Umgebungsfaktoren messen. Das heißt, wie ist die Lärmsituation, die Lichtsituation, Luftqualität, Temperatur? Alles Parameter, die in die Trainingssituation und die Bewertung der aktuellen physischen und psychischen Belastung einfließen, dort eine Wirkung haben. Das heißt, wenn ich mir rückblickend nochmal die verschiedenen Möglichkeiten anschaue, dann habe ich teilweise sehr energieeffiziente und aufschlussreiche Sensoriken und Messmethoden, die mir hier kontinuierlich Daten über den Trainierenden liefern und die mir seinen Belastungszustand interessante Aussagen erlauben, die ich dann nutzen kann, um die Trainingssituation zum Beispiel in Virtual Reality entsprechend anzupassen, noch realer wirken zu lassen, noch eindrücklicher wirken zu lassen und gleichzeitig aber auch die Belastungsgrenze des Trainierenden nicht überschreiten lassen.
Wichtig ist dabei die multisensorische Messung. Und am Ende, das Bild hatte ich hier an dieser Stelle schon gezeigt, möchte ich eigentlich mit dem Plädoyer beschließen, dass wir diese Form einer KI-basierten Belastungssteuerung zukünftig weiter ins Auge fassen, wenn es darum geht, individualisierte Trainings, also Next-Generation-Training auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Level einzuführen. Also die Kombination aus einer kontinuierlichen Belastungsmessung, einem Biofeedback, also noch mehr Immersionsgraden, die der Trainierende während des Trainings erfährt, damit er durch ein Training, zum Beispiel in der virtuellen Realität, auf seinen späteren, teilweise gefährlichen, teilweise aber auch sehr interessanten Beruf vorbereitet wird und wir dafür die Technologien zur Verfügung stellen. Und welche technologischen Bausteine noch zum Thema der Next Generation, des Next Generation Trainings gehören, das wird Ihnen mein Kollege im Folgenden näher erläutern. Ganz genau. Und der Kollege heißt Holger Graf, ist Head of Department Virtual Augmented Reality vom Fraunhofer IGD und ist uns jetzt live aus Darmstadt zugeschaltet. Und da sind wir auch, in Darmstadt. Wir sind sehr gespannt und sehr neugierig. Ja, einen schönen guten Tag. Auch von meiner Seite herzlichen Dank, Mario, für die kurze Einführung. Ich möchte auch gleich loslegen mit den XR-Systemen der nächsten Generation zur Unterstützung von komplexen Handlungsabläufen. Er wird ein bisschen technologiegetriebener sein, da wir die Enabling Technologies beleuchten wollen, die wir brauchen für eine Umsetzung von solchen immersiven, semi-immersiven Räumen der Zukunft. Unsere typischen Themen, die wir bearbeiten, sind im Bereich Augmented Reality, der Bildverarbeitung, der Virtual Reality untergebracht. Und da möchte ich Ihnen heute so einen kleinen Einblick geben, was wir brauchen an den Basissystemen, um solche nächste Generation Umgebungen aufbauen zu können. Als erstes natürlich, was verstehen wir unter Next Generation XR? Das sind künstlich erzeugte Räume, die in der Realität überlagert werden, beziehungsweise wenn sie in einer vollimmersiven Umgebung sind, also in einer VR-Umgebung, die mit real aufgenommenen Daten erweitert werden sollen. Das soll natürlich ad hoc passieren, verteilt und überall einfach aufzubauen, abzubauen sein. Und es soll die Möglichkeiten geben, auch einen Abgleich mit der Realität zu finden. Das erfordert natürlich eine sensorische Erfassung. Der Ähnelt hat das gerade an unterschiedlichen Modalitäten präsentiert. Wir müssen natürlich, wenn wir handelnde Personen aufnehmen, natürlich auch die handelnden Personen erfassen über entsprechende Kameraaufbauten, um dann auch diese in Form von persönlichen Präsenzen visualisierbar, darstellbar machen zu können. Und natürlich eine wesentliche größere Herausforderung ist das der Telepräsenz. Das heißt, wie können Sie dann auch an unterschiedlichen Trainingsorten in der gleichen Situation arbeiten und wie können Sie dort Trainingsabläufe oder Handlungsabläufe einstudieren? Also allererstes natürlich eine wesentliche Technologiebasis, die wir benötigen, ist die Objekterfassung. Da haben wir in der Vergangenheit viele Lösungsansätze etabliert, diese möglichen CAD-Modelle mit realen Modellen abgleichen zu können. Die wird natürlich ein wesentlicher Bestandteil von solchen Umgebungen sein. Es ist auch so, dass wir natürlich die Verortung der virtuellen Kamera im realen Raum, die wir natürlich auch zurückrechnen müssen, das heißt also traditionelle Verfahren, wie wir sie über die HoloLens zum Beispiel zur Verfügung gestellt bekommen, über SLAM-Verfahren, spielen hier eine wesentliche Rolle. Diese Ausgabeeinheiten können dann entweder mobil sein oder also handgeführt oder kopfgebunden. Sie müssen natürlich dann auch dementsprechend skalierbare Lösungen haben, sodass Sie auch komplexe Produktaufbauten überall verfügbar machen können.
wie wir sie jetzt auch in der Vergangenheit zu Wartungsunterstützung oder für Werkstatt, interaktive Werkstattsysteme etabliert haben oder wie wir sie für Marketingzwecke aufgebaut haben. In den letzten 2-3 Jahren sind wir dann hingegangen, haben größere Kameraaufbauten untersucht, wie können denn diese Kameras zueinander kalibriert werden, um sie dann für Qualifizierungsmaßnahmen zum Beispiel einsetzen zu können. Der nächste Schritt hier ist natürlich, wie können wir die handelnden Personen und komplexen Produktaufbauten erfassen und können die dann an andere Orte transferieren. Ein wesentliches Merkmal ist natürlich, dass wir immer eine Multikamera-Anordnung haben, wo wir dann sicherstellen müssen, dass die Tracking-Verfahren, die wir da nutzen, auch skalierfähig sind, nicht nur was das modellbasierte Tracking angeht, sondern auch was die anderen Verfahren angeht, dass wir eine hybride Anordnung, unterschiedliche Erfassungsmodalitäten haben, das heißt also Zusatzsensorik plus einer entsprechenden optischen Erfassung, dass man multiple Objekte verfolgen kann, dass man multiple Posen der Objekte, also Lage der Objekte im Bild, dann auch rekonstruieren kann und auch beliebige Objekte erkennen kann, die wir dann für solche dynamischen Umgebungen benötigen. Als weiterer Bestandteil, was uns natürlich beschäftigen wird, ist die Natur der Daten. Wenn wir eine Diskretisierung der realen Umgebung besprechen, dann gehen wir meist von Tiefenkarten beziehungsweise Tiefen- oder Punktwolken aus. Wenn wir das übertragen auf Abläufe, kriegen diese Punktwolken auch eine zeitliche Variante, die dann auch dementsprechend verarbeitet werden muss und auch synchron in den unterschiedlichen Instanzen erhalten bleiben muss. Darüber stellt sich natürlich die Frage, wenn wir solche Erfassungen haben, wie rendern wir oder wie visualisieren wir dann das Objekt? Welche Materialdaten werden dann den einzelnen Bauteilen zugewiesen und wie echt können die dann in eine noch so gelagerte Präsenz an anderen Orten instanziert werden, sodass diese Punktwolke nicht ausschaut, als wäre es einfach nur ein künstlich generiertes Objekt. Und natürlich die Randbedingung hier ist natürlich die Echtzeiterfassung. Dann als letzter großer Bauteil oder der vorletzte große Bauteil ist natürlich, dass wir das über eine Microservice-Architektur abarbeiten müssen, diese großen Datenmengen, sodass wir Daten vorhalten müssen über intelligente Caching-Strategien, dann auch abrufbar halten müssen, sodass einzelne Elemente in solchen Produktaufbauten auch abgefragt werden können und die in Echtzeit dann auch der Realität überlagert werden können. Das gilt sowohl für CAD-Daten, aber auch für Punktwolkendaten. Wenn wir dann über eine Kooperation sprechen, wo dann mehrere Auszubildende zum Beispiel interagieren müssen, müssen wir natürlich auch überlegen, wie können wir dann in einer Sitzung kooperativ miteinander am selben Modell arbeiten. Ein wesentlich weiterer Punkt, wenn wir über solche aufgenommenen Daten sprechen, ist die Objekterkennung oder die Posenrekonstruktion, die wir benötigen. Das heißt also, wenn wir eine Punktwolke haben, wie wir sie jetzt auf der rechten Seite haben, können wir dort basierend auf CAD-Daten, die wir vorliegen haben, auch erkennen, um welches Bauteil es sich in der diskreten oder in der diskretisierten Punktwolke handelt. Wir haben zwei Verfahren. Einmal natürlich die Objekterkennung auf normalen Bildern, die für Techniker vor Ort zur Verfügung stehen. Und zum anderen natürlich auch die Objekterkennung, die dann in Remote-Präsenzen vonnöten wird, wenn wir den Realaufbau dann an einer anderen Stelle visualisieren wollen. Da haben wir tatsächlich dann auch Workflows und Pipelines aufgebaut, die es ermöglichen,
diese Menge an Trainingsdaten zur Objekterkennung auch besser handelbar machen zu können. Normalerweise die zugrunde liegenden Lernverfahren benötigen viel annotierte Daten, um eine Trainingsdatenbank aufbauen zu können. Die ist natürlich sehr teuer und fehleranfällig. Sie müssen für jedes Pixel im Bild oder Cluster von Pixeln im Bild müssen sie eine Bedeutung zuweisen, die dann meistens über irgendwelche Markierungen im Bild funktionieren. Das ist manchmal natürlich sehr unpraktisch oder in vielen Fällen unpraktisch, weil man die Datengrundlage nicht hat, gerade wenn man in der Produktion ist, die dann auch sehr schnell, solche Fotokampagnen auch sehr schnell teuer werden. Der Lösungsansatz, den wir uns dazu überlegt haben, wir nutzen natürlich den digitalen Zwilling, den wir da haben, um dann mittels synthetischen Daten solche Verfahren antrainieren zu können. Das ermöglicht uns zwei wesentliche Vorteile. Erstens, wir können eine unbegrenzte Menge an Trainingsdaten erstellen und zweitens natürlich, dass wir die Annotation auch direkt mitgeliefert bekommen. Was wir aber da haben, ist natürlich ganz klar, ein CAD-Modell sieht nicht aus wie das Realmodell. Das heißt, wir müssen Verfahren an den Start bringen, um diese Domänendiskrepanz zwischen dem Rendering und dem echten Bild in den Griff zu bekommen. Dazu haben wir unterschiedliche Pipelines und oder Workflows etabliert, die es ermöglichen, dann unterschiedliche Objekte über fotorealistisches Rendering oder nicht fotorealistisches Rendering darzustellen, mit unterschiedlichen Hintergründen zu belegen, um dann auch dem System zu sagen, welches sind denn die Objekte, die erkannt werden müssen. Wir haben dann auch, um die Trainingsdatenbank erweitern zu können, unterschiedliche Style-Transfer-Netze etabliert, die es dann ermöglichen, unterschiedliche Bilder zu generieren aus unterschiedlichen Eingabedaten, die dann wir nutzen können, um Sachen trainieren zu können. Das heißt also, Bleche, die wir jetzt zum Beispiel hier als Input haben, können dann gerendert und vollautomatisiert, wie auf der rechten Seite, dargestellt werden und als Trainingsdaten dann herangezogen werden können. Und das erlaubt es uns natürlich, solche produktionsrelevanten Umgebungen dann auch bespielen zu können mit solchen Objekterkennungsmöglichkeiten. Jetzt im Video sehen Sie zum Beispiel eine reine Objekterkennung basierend auf dem Training mit CAD-Daten. Dort haben wir Ansatz gefahren über fotorealistisches Rendering, das wir dann auch mit unterschiedlichen Hintergründen bespielt haben, um eine Domain-Randomisierung oder und eine willkürliche Randomisierung der Umgebung von den Objekten erzeugen zu können. Und mit dem Erfolg natürlich, dass wir dann das System nutzen können. Das Mobilteil wird im Prinzip auf den Produktaufbau, auf den realen Produktaufbau gezeigt. Und das hat noch nie das System vor oder den Produktaufbau in real gesehen, sondern rein aus synthetischen Daten. Und das sind die ersten Ergebnisse, die wir hier erzielen konnten. Mit der Objektdetektion können wir auch schon automatisiert die Posenrekonstruktion etablieren. Auch hier möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass es jetzt kein Tracking-Verfahren ist, sondern dass aus jedem Bild die entsprechende Pose der Objekte ermittelt wird und die dann entsprechend auch dargestellt wird. Also links das Eingangsvideo und in der Mitte die Überlagerung mit CAD-Daten und rechts die tiefen Informationen, die wir da ermitteln könnten. Und natürlich, wir können auch eine beliebige Unordnung erzeugen auf den Modellen, die es dann ermöglicht, die Bauteile oder diese Produkte dann auch erkennen zu können. Hier haben wir nochmal ein weiteres Ergebnis, wo wir basierend auf den Verfahren auch ein CAD-Overlay nochmal etablieren können. Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, es ist kein Tracking. Also wenn wir jetzt hier das modellbasierte Tracking dazu schalten würden, würden wir da komplett ohne Initialpose auskommen, um dann Objekte erkennen zu können, die verfolgbar und
annotierbar machen zu können. Nutzbar ist es als Beispiel für so eine Katalog- oder Bauteilsuche, die wir dann auch in unterschiedlichen Werkstätten einsetzen können. Was als Zusammenfassung, was wir sehen, die Herausforderung ist die Erkennung und das Verstehen von Objektlage und Pose in solchen künstlich generierten Umgebungen, die Erkennung und das Verstehen von Informationen in dynamischen 3D-Rekonstruktionen, was natürlich dann nochmal eine weitere Herausforderung ist, weil wir dort auch eine größere Grad an Verdeckung haben, die multisensorische Erfassung, die Detektion, Klassifikation und das Trainieren und das Lernen mit künstlich generierten Daten. Anwendungsbereiche sehen wir natürlich sehr viele, automatisierte Kataloge oder Bauteilsuche, Absortierprozesse, Bauzustandserkennung, Qualitätssicherung, Robotik, Telepräsenz, autonomes Fahren. Die Anwendungen sind vielfältig. Damit möchte ich jetzt auch schließen und bedanke mich fürs Zuhören. Ja, und wir bedanken uns bei Ihnen beiden. Und ich habe frohe Kunde zu vermitteln. Sie haben sich beide qualifiziert, nämlich für die Q&A-Session. Vorausgesetzt, Sie geben schnelle Antworten. Also, erste Frage geht an Herrn Ähnelt. Warum beschäftigt sich das IGD mit diesem Thema? Also definitiv ist das aus unserer Sicht ein Zukunftsthema. Wir gucken da in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement. In der Industrie gibt es viele Schwierigkeiten. Es muss nach wie vor unter teilweise sehr rauen Arbeitsbedingungen gearbeitet werden und die Bedingungen können wir teilweise nicht ändern. Aber wir können schauen, dass wir die Werker maximal auf diese Bedingungen vorbereiten, entsprechend auch korrekt mit Gefährdungssituationen umzugehen. Und da kommt gerade die Expertise, einmal die Simulation, die Visualisierung mit Hilfe von Augmented und Virtual Reality zusammen mit den anderen Expertisen, die wir im Institut haben, also zum Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement, kontinuierliche Erfassung, Messung von Vitaldaten über Sensorik und das natürlich auch analytisch durch eine KI bewerten zu können. Das ist definitiv ein Zukunftsthema. Und auch der Herr Graf hat eine Frage von den Zuschauern bekommen, nämlich wie wird es mit AR Ihrer Meinung nach weitergehen? Ja, mit AR, da gibt es ja viele Herausforderungen. Was wir beherrschen, ist momentan ein kleiner Arbeitsbereich, der sich beschränkt auf wenige Meter um einen Produktaufbau herum. Was wir nicht beherrschen, ist natürlich die präzise Verortung von CAD oder Produkte, wie sie zum Beispiel auf Baustellen oder Infrastrukturen vorkommen, wo wir dann tatsächlich nur auf Inertialsensorik und auf GPS-Daten angewiesen sind, die sehr, sehr ungenau sind. Und da sehe ich natürlich eine große Herausforderung, dass wir da auch in Zukunft dieses modellbasierte Tracking eventuell für den Outdoor- oder größeren Outdoor-Bereich ansetzen können und verwenden können. Und die Zukunft von AR ist vielfältig. Es wird natürlich eine engere Verknüpfung mit der KI geben in der automatisierten Erkennung von Bauteilen, aber auch im Prinzip in der Verfügbarkeit der AR-Technologien auch im allgemeinen Lebensbereich. Fantastisch. Dr. Mario Ähnelt und Holger Graf, vielen lieben Dank. Tolle Ausführungen, alles Gute Ihnen und bis bald. Machen Sie es gut.